Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 15 Team of the Season Pack Opening. Und heute gibt es den ersten Part der Pack Opening Woche. Ihr habt es euch ja mal gewünscht und ich habe gedacht, komm, wir machen das Ganze einfach mal. Lasst natürlich ein Like und ein Abo da auf diesem neuen Kanal. Findet das Ganze natürlich hier statt, um den ja so ein bisschen hochzubringen, sage ich mal. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Hier gibt es die nächsten Tage dann auf jeden Fall die weiteren Parts der Pack Opening Woche. Wir werden jetzt jeden Tag für 1 Million Coins ballern. Und ja, ich hoffe mal, wir werden einfach den ein oder anderen Team of the Season ziehen. Und dann würde ich sagen, springen wir sofort in die ersten Packs. So, es gibt momentan auch die 25k Packs. Aber ich habe einfach die besten Erfahrungen hier mit diesen 15k Packs gemacht. Alles klar, Non-Rap Pack. Wo bleibt der erste Team of the Season? Das gibt es doch nicht. Wir ziehen Pirlo und Aurier. Ich habe echt irgendwie das Gefühl, zum Best-of-Team of the Season haben die das Pack-Luck einfach weiter runtergeschraubt. Wir ziehen hier nur Spieler, die im Tots waren, aber nicht mehr drin sind. Ich ziehe wirklich alle Spieler, die in den letzten Wochen in den Tots waren. Ich habe jetzt bestimmt 10 verschiedene gezogen, die momentan keinen Tots mehr haben. Und ich ziehe 4 seltene Goldspieler, aber keiner davon hat einen abgefuckten Tots. Und Schneiderlin ist auch wieder drin, der auch einen Tots hatte. Ich habe jetzt um die 300.000 Münzen runtergezogen. Das ist natürlich noch nicht viel, denn wenn man bedenkt, wenn man hier irgendeine blaue Karte zieht, hat man das Geld meistens auch wieder raus. Aber wenn man keine zieht, hat man es halt nicht wieder raus. So, die 15k Packs, die lassen mich gerade einfach richtig im Stich. Wir ziehen jetzt ein 25k Pack, aber das lohnt sich doch eigentlich gar nicht. Wir ziehen ein 25k Pack. Ich bin gespannt, aber auch da sind ja nur 3 seltene Spieler drin und das hat gar keinen Sinn. Nein, Golan ist der 20. Spieler, der nicht mehr im Tots ist. Und Skibwab, EA, 2 Silberspieler in einem 15k Pack, wo eigentlich Goldspieler drin sein sollten. Könnt ihr euch echt nur erinnern an die ersten Pack Openings, wo das Team of the Season rauskam. Wir haben Toni Kroos gezogen, wir haben James Rodriguez als Tots gezogen. Jetzt ziehen wir Checo, Gomez und Crouch. Wahrscheinlich die 3 Minusstürmer, die es überhaupt gibt auf dem Markt. EA, wo bleiben denn die nächsten Tots? Wir haben das ist direkt das nächste Pack. Wir haben Crouch ein Pack davor gezogen und ziehen den jetzt direkt wieder. EA, really? So, ein kleines Spin-Pack zur Abwechslung. Das wird wahrscheinlich auch kein Glück bringen, aber ich bin gespannt. Wir ziehen Oblak. Und Castro, der 25. Tots, der nicht mehr in den Packs ist. Oh, Di Maria, ein 86er Rated Spieler. Mit der hätte ich ja nie gerechnet. Das ist echt das Beste, was wir jetzt seit 500.000 Münzen gezogen haben. Wahrscheinlich 7.000 Münzen. Ist echt ein guter Preis für den. Also bei dieser Ausbeute an den Packs, da kann ich echt verstehen, dass viele von euch keine Packs öffnen. Ich habe noch 250.000 Münzen und ich habe echt noch nichts gezogen. Nicht mal in Inform. So, komm, bei dem Pack habe ich ein gutes Gefühl. Hier gibt es einen Tots. Alles klar, es gibt keinen Tots. So, hier gibt es aber einen Tots. Wahrscheinlich, hier gibt es auch jetzt ist ein Tots gegeben. Aber fair, Mann. Ich hoffe, Packs drauf. Ah, alles klar. So, das Einzige, was uns jetzt rausreißen kann, ist das nächste 25k Pack. Aber hier wird echt heute, glaube ich, kein Team of the Season Spieler gezogen. Wir ziehen ihn in die Nähe. So, Jungs, wir kommen zum letzten 15k Pack. Und es tut mir echt leid. Ich dachte schon letztens, dass die 500k Packs schlecht gewesen sind, aber ich muss sagen, dieses Pack Opening war einfach nur für den Arsch. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ja, jetzt ziehen wir nochmal richtig viele Spiele, aber natürlich keiner im Tots. Bravo war natürlich jetzt, glaube ich, der 40. Spieler, der im Tots war, aber nicht mehr drin ist. Also wie gesagt, lasst ein Like da und dann gibt es, denke ich mal, morgen die zweite Episode. Also wenn wir 200 Likes schaffen, gibt es morgen die zweite Episode der Pack Opening Woche. Lasst natürlich euer Abo da. Ich denke mal morgen, da muss es auf jeden Fall besser laufen. Und da wird es auch besser laufen, das verspreche ich euch. Und ja, schaltet morgen natürlich wieder ein zur Pack Opening Woche. Lasst natürlich jetzt euer Abo da. Macht's gut, wir sehen uns und ciao.